So, und jetzt bin ich hier. Ich würde sagen, wir gehen mal noch zu unserem Liebchen, zu der Sophia Sator. Boah, Leute, ich skipp mal kurz zum nächsten Wegpunkt. Das ist zu stressig hier. Bis gleich bei der Sophia. Ja, das Buch gefällt mir gut. Die Männer, die er in die Hölle verdammte. Politische Sophia. Männer, die ihn hintergehen. Skip, 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 skip. Eine kleine Besorgung. Nun, Leute, kleine Zusammenfassung für euch, was in der Cutscene passiert ist. Wir müssen eine kleine Besorgung für unser Liebchen anstellen. Sophia und zwar braucht weiße Tulpen. Weißt du, was die mit einer weißen Tulpe macht? Weiß ich nicht. Weiß sie aber, dass ich 4 Wache schon dafür getötet habe? Alter. Wenn. Stimmt, das ist mal voll, da gehst du einkaufen. Ja. So. Du sollst irgendwie, keine Ahnung, Nougat-Bits kaufen. Ja. Und auf dem Weg zückst du einen Butterfly und stichst ein paar Leute ab. Klappst smooth wieder zu. Und rennst weiter. Und kommst und dann, gehst dann noch in der Lade. Ja, und kommst mit den Nougat-Bits daheim an. Hat alles geklappt. Es war ein super smoother Einkauf für mich. Keine Probleme. Zack. Ah, die Gefechte sehen schon sehr smooth aus. Nee. Muss aber sagen, Schwertkampf finde ich nach wie vor in Assassin's Creed Uno. Ja. Wahrscheinlich ist es die Nummer Uno für mich. Das stimmt. Weil da hat's noch, sah's geil aus und hat Skill. Ja, ne? Hat richtig geschmeckt. Ich brauche ein Tülpchen, Brudi. Brudi, Salve. Habe ich keine Tülpchen mehr. Alles verkauft aus. Ihr seht aus wie ein Mann mit Geld. Was braucht ihr, Dostum? Dostum? Tulpen, weiße, falls ihr welche habt. Ah, Tulpen, vergebt mir, die sind ausverkauft. Etwas anderes vielleicht? Nicht meine Entscheidung, tut mir leid. Dann hört gut zu. Vielleicht weiß ich, wo ihr frische Tulpen bekommt. Ihr wartet hier, ich komme wieder. Eine Stunde, zwei höchstens. Herrikulade. Ah, der Ezio ist einfach so, den Floristen verfolgen, um herauszufinden, woher er seine Blumen bekommt. Anstatt Stündle zu warten, das ist einfach, ja. Hab ich eine Aschaschiene. Aber auf der Leonardo wartet er mal einen halben Tag oder ein Dreiviertel. Ja, ne? Schon, der setzt sich auf eine Bank und wartet einfach stundenlang. Und hier, gut, Leonardo ist auch ein Freund. Ja, das ist klar. Und der Florist, der will Geld für die Tulpe. Und der Ezio ist halt ein Sparfuchs, der denkt sich so, wenn ich mir die Tulpe selber pflück, da muss ich sie schon nicht bezahlen. Das stimmt. Die schneide mir doch, gell? Hä? Die Tulpe wird abgeschnitten, die finde mir dann da vorne in dem Ding und schnippeln die dann selber ab mit der Klinge. Ich glaube schon. Das war doch das. Glaub schon. Stell dir das mal na vor, los. In echt. Ich geht kann, weiter. Ich komme nicht umhin, mir das nochmal in echt vorzustellen. Du willst einfach nur eine Blume und verfolgst jemanden halsbrecherisch über die Dächer, nur um rauszufinden, wo es weiße Tulpe gibt. Und bringst noch mehr Menschen um. Was muss, das muss? Alles falsch für das haben. Liebchen. Jetzt hast du einen dabei. Ja, aber ich habe entdeckt. Alter Bro, entdeckt. Wir sehen uns bei der Tulpe. So, Männer. Wir haben den Mann erfolgreich verfolgt. So, Männer. Ja, ich bin ein Assassine. Der Ezio ist halt wirklich ein Romantiker eigentlich, ne? Der Ezio ist halt wirklich ein Romantiker eigentlich, ne? Ja. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich persönlich kann von diesem italienischen Heißblut schon noch einiges lernen. Ich meine, der tötet Menschen, um Tulpen zu kriegen. Aber es sind schöne Blümchen. Schöne Tulpen. Natürlich. Dass man Menschen tötet, ist vielleicht nicht so ein Vorbild, aber generell. Ich finde sie auch geil, wie die Entwickler hier eine Tulpe platziert haben und sonst null Vegetation. Du hast so ein bisschen räudiger Scheiß. Und sonst nix. Und dann stimmt hier direkt an der Mauer eine Tulpe. Vor allem, wie sie steht. Ist ja nicht so, als müsste man die irgendwie
mit dem Adlerauge oder so aufspüren. Du latsch einfach nur zum Marker. Ja. Und pflückst halt eine Tulpe mit in dem Scheiß. Nee, die steht zu nah am Wegrand, das sieht räudig aus. Die sind nix. Nimm die schönste. Die stehen alle so relativ nah am Weg. Nee, die ist gut. Ja, die ist die schön. Sieht schön aus. Die ist, schön. Die ist hübsch, Alter. Die gefällt mir gut. Die gefällt mir gut, ja. Die ist lecker, ja. So, jetzt bringen wir noch die Tülpchen zu der Sophia. Denke ich. Außer das war's schon mit der Mission. Ja, nein. Zu Sophia gehen und ihr die Blumen übergeben, die sie gebeten hat. Um die sie gebeten hat. Ja, das ist kein Thema. Das machen wir noch. Und dann war's das mit dem Part. Und, ich glaube, ich habe vorhin, weiß ich nicht, habe ich meine Erklärung, warum es jetzt Revelations gibt, fertig gemacht? Ey, keine Ahnung. Doch, ja. Ich werde es noch kurz, falls ich das vergessen habe, zu sagen. Das ist jetzt so der Gedanke, wir wollen als mal einfach ein bisschen was anderes. Mal kurz, ein, zwei Parts vielleicht, je nachdem, wie ihr Bock drauf habt, mal was anderes, ein bisschen was Neues, nice, ja, ganz wirr. Genau. Aber glaubst du wirklich, dass irgendjemand sich den Part bis hierhin angeguckt hat? Nein, hier ist spannend gewesen, Alter. Ich werde dann voll gut editete. Okay. Okay, Leute. Bitte zeigt mir, dass ihr loyal seid. Schreibt's doch in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Schreibt's das in die Kommentare. Nice. Tulpenpflücker, Ameisensücker. Genau, das sollte. Oh, oh, oi. Was kommt denn da? Heiße. Oh. Was ist das? Was ist das? Bitte. Stell dir mal vor, das wäre anders synchronisiert. Was ist das? Das sind 5 Tulpe, Alter. Ich wollte euch danken, dass ich einen kleinen Beitrag für euer Abenteuer leisten darf. Ein kleiner Beitrag reicht in diesem Abenteuer, glaubt mir. Wow. Ihr seid mir ein Rätsel, Ezio Auditore. So Auditore, ihr sagt es so gut. Das ist keine Absicht. Es ist schon gut. Eher Fascinante. Fascinante, Alter. Sempre squisito. Oh, hab Dank. Schon fertig mit der letzten Chiffre? Fuck, wie hieß das Wort vorhin? Ich löste sie schon vor Stunden. Perikulade. Die bekommt sie früh genug. Okay. Oh. Leute, ich hoffe euch... Und das ist ein wunderschönes Ende. Ja. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr fandet den Part Perikulade. Falls ihr wett, gebt dem Daumen ein Like nach oben. Abonniert den Knopf unter unserem Kanal, den roten. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sauber, Leute. Tschüss. Macht's gut. Ciao.